Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind auf Minmus mit Bob und Valentina, unsere heroischen Leuten hier, die die Landung gemeistert haben. Und Bob ist ja Wissenschaftler, deswegen ist und vor allem ein 5-Sterner, aber ein Valentina genauso. Dafür müssen wir jetzt erstmal unsere Satellitendaten abrufen für die genaue Position, um uns mal anschauen zu können, welche Biome hier im Umlauf sind. Ich sehe hier Binnenland, Flachland, Hänge, Binnenland. Warte mal, Binnenland haben wir hier schon mal. Das hier. Flachland, Hänge, Flachland. Drei Biome können wir hier insgesamt rausnehmen. Wie schaut es denn da oben aus? Ist es vielleicht näher? Das schaut näher aus. Binnenland, das ist wieder Binnenland. Das ist Hänge. Da ist ein Mini-Stückchen Flachland. Ich würde sagen, wir fliegen dann so hier rüber. Das ist die kleine Ebene auch. Oh. Rein theoretisch können wir da rüber fliegen, wenn wir genug Energy haben. Aber jetzt steigt unser sehr geehrter Herr einmal aus. Okay. Weil das wird jetzt eine längere Mission hier am Mist. Genug Essen haben sie dabei. Bob steigt aus. Und ihr seht schon, unser Jetpack funktioniert ja auch wieder sehr effektiv. Du brauchst nicht viel und deswegen können wir auch weit fliegen. Bloß die Bremsung wird halt teilweise unberechenbar. Und das hier, 110 Wissenschaftspunkte. Wir nehmen dann mit zurück, lasst es euch auf der Zunge gehen, über 500 Wissenschaft, wenn nicht sogar über 600, 700. Wir können so viel kaufen. Bedeutet, wir starten das und das. Lassen das mal schnell laufen. Ich finde es gerade so genial einfach. Schaut euch das an. Diese Wissenschaftspunkte, die hätten wir auf einmal niemals bekommen. Ja, ja. Und die nächste größte Mission, die wir machen können, wäre vielleicht eine Sonde Richtung Duna schicken. Aber dafür hätte ich gerne Atomantrieb. Einfach weil die länger halten. Oh, das ist Zucker, wenn man da zuschaut. Nam nam. Die ganze Wissenschaft kommt zurück. Ja, okay, das sollte man nicht machen. Das Vorspulen ist richtig scheiße, leider irgendwie. Abbremsen. Und einmal an Bord gehen. Die Daten wurden gespeichert. Jetzt wieder EVN. Jetzt brauchen wir aber wieder unsere Satellitenverbindung. Und die Position hier. Und dann müssen wir nicht schauen, das ist im Norden, ist nach da geguckt. Weil wir müssen ungefähr nach da vorne. So. Und dann können wir schauen, wie weit wir circa fliegen. Zack. Und dann tun wir das hier ausrechnen. Ja, das passt. Und jetzt cruisen wir einfach. Das ist genial. Wir können jetzt einfach cruisen. Wir geben vielleicht noch ein bisschen Boost, damit wir einfach ein bisschen weiterkommen. Aber wir passen auch auf, dass wir halt dementsprechend nicht zu viel Energie verbrauchen. Weil das natürlich auch nicht wiederum gut ist. Aber wenn wir da oben hinkommen, hier hin. Das ist die übere kleine Ebene. Zucker. Ich mache jetzt hier nochmal schnell unser auch den Monotreibstoff. Oh, schau mal, wie wenig Monotreibstoff. Das waren jetzt gerade mal 8 Monotreibstoff vom gesamten 0,8 Monotreibstoff von oder 8 von 500, wenn das je nachdem wir sehen will. Wir schauen einfach nur, dass wir an den Rand kommen und dann fliegen wir wieder zurück. Das machen wir jetzt genau für alle 4 Mal. Und dann ist die Mission offiziell beendet. Fliegen wir wieder nach Hause und können richtig geile Raketen bauen. Richtig geile Raketen. Aber ihr seht schon hier, wir haben neue Punkte gemacht. Jetzt sind wir da schon. Er will nicht schon wieder auf den Boden knallen. Jetzt seht ihr unsere aktuelle Oberflächengeschwindigkeit auch. Das Blöde ist, ich kann jetzt hier nicht vorspulen. Weil einfach, wenn ich vorspule, unsere Rakete immer wieder bouncen anfängt. Fragt mich nicht, warum die so bouncen. Vielleicht gibt es da einen Mod, der das Bouncen deaktiviert. Ich weiß es nicht.
Also wir sind fast mit über 30 Millimeter pro Sekunde auf Minimus unterwegs. Ohne Flugzeug. Weil wenn was schief läuft, ist Bob ziemlich, sagen wir es mal nett, tot. Kannst du bitte mal reinzoomen und mir die aktuelle Position sagen? Flachlandhänge. Ich bremse jetzt schon mal runter. Weil wir sind ja schon in dem Gebiet, wo wir hin wollen. 50 nochmal für die Oberfläche Binnenland. Für den EVA-Bericht. Ah, das hat er schon alles heimgeschickt, oder was? Oh, unsere Rakete schickt es alles schon heim. Bremsen, bremsen, bremsen. Und wieder. Oh, das ist Zucker. Das ist Zucker, Leute. Wir haben noch nicht mal unseren halben Treibstoff verbaut und wir sind relativ weit schon, wenn wir so anschauen. Rauszoomen wieder. Wir sind ja ungefähr von hier gekommen. Und wir müssen maximal bis da oben. Wir werden nicht die volle Menge verbrauchen, denke ich. Schüttet es wieder? Ja, es schüttet wieder. Also, da kriegt man. Der Geschmack im Mund ist Zucker. Einfach Zucker ist der. Muss ungefähr wieder so zurückfliegen. Und dann können wir schon mal loshüpfen. Bum, bum. Und. Jump und los geht der wilde Flug. Warte mal, ich fliege in die falsche Richtung. Muss dahin? Ne, warte mal, ich muss. Dahin. Da muss ich hin, Leute. So muss ich jetzt hin. Kommt. Da. Da ist die Rakete. Und jetzt gehen wir richtig Boost nach vorne einfach. Stickstoff für First Münzländer geht aus. So, jetzt sind wir mit 57 Meter pro Sekunde im Anzug unterwegs. Das könnte interessant werden. Kann ich hier einen EVA-Bericht machen? Nee, schade, den haben wir schon. Das fände ich jetzt funny. So, im Flug über Minmus. Wir sind ja 3 Kilometer. Ich wollte schon sagen, wir sind 500 Meter über Minmus. Ich bremse schon mal ein bisschen runter, wenigstens auf die 30 wieder, weil wir müssen ja auch wieder zu Boden kommen. Müssen wir einen viel steileren Bodenflug. Und vor allem müssen wir noch eine Flagge dann setzen. Eine Flagge wäre noch super. Aber mir reicht es schon, wenn wir auch nur 3 haben oder sowas. Aber ich will ja nicht nur 3 haben, weil einfach zu wissen, wie viel man haben kann. Okay, es wurde schon knapp, aber wahrscheinlich auch, weil ich sehr interessant geflogen bin diesmal. Ich glaube, man muss mehr Gas geben und weniger hoch. Bum macht's da, bum macht's da. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Will direkt zur Luke. Und B. Daten sind übernommen. Wir sind jetzt hier Flachland. Das sind Hänge.
Und rein theoretisch wäre es schlau, so zu fliegen. Ich kann natürlich dann versuchen, noch zu der kleinen Ebene zu kommen. Aber ich weiß ja nicht, ob das halt so schlau ist. Wir machen nochmal EVA mit ihm und wir fliegen jetzt einfach straight Richtung Norden, beziehungsweise Norden. Wir holen uns jetzt da direkt die Hänge einfach schnell easy. Weil das geht um einiges einfacher. Wir schießen ein bisschen drüber, aber passt schon. Ah, das ist wahrscheinlich eh hier der Kraterhang. Noch Vehikel synchronisieren. Gefahr festmüssen. Welcher denn? Oh, das ist unser. Oh oh. Oh oh. Das könnte vielleicht eine Todesmission wieder sein. Aber wenigstens noch mit. Das wird im Stich. Ich brauche. Was jetzt uns ordentlich zuhören müssen, wir müssen größere Raketen machen, die docken im Weltraum. Und das auch dementsprechend so machen, dass wir. Wir jetzt hier runter, machen hier so einen Seitenslide. Und müssen halt schauen, dass wir das so hinrichten. Dass die alles haben, weil als nächstes würde ich gerne bald mal die Base Station von uns bauen. Einfach als dauerhaften Außenposten und zur weiteren Erforschung des Weltraumsystems. Und dafür müssen wir ja einiges machen. Bremsen. Da haben wir denn nur 40 gebracht. So. Das müssten jetzt die Hänge sein. Ja, schön. Aber bis jetzt hat Stickstoff noch nie wirklich Probleme gemacht. Ich glaube, es macht uns jetzt auch keine Probleme, wenn wir nicht zu lange unterwegs sind. Ich weiß halt nicht, was zu lange ist. Weil ich würde jetzt nochmal zurückfliegen, hinfliegen, zurückfliegen, hinfliegen. Also zurück zur einen Station, wieder zurück. Und dann in der nächsten Folge den Rückflug antreten, der hoffentlich schnell genug ist. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ne? Ob ich jetzt noch den einen machen soll oder nicht. Aber ich glaube, ich lasse es. Ich muss mit dem zufrieden sein, was wir haben. Schaut euch das an. Wir haben jetzt dann tonnenweise an Wissenschaft. Das reicht für das erste auf jeden Fall mal. Oder für die ersten 3, 4, 5, 9 Forschungspunkte. Aber ich muss nicht übertreiben, glaube ich. Ich muss es, glaube ich, nicht. Ich kann ja wiederkommen mit einer neuen Rakete. Besser. Aber ich muss ja nicht noch, obwohl, na, es wäre halt schon geil, ne? Es wäre schon geil, vor allem, ich glaube, ich krieg's hin und ansonsten muss ich irgendwie hüpfend, fliegend das hinkriegen. Weißt schon, ich beschleunige jetzt auf 40 hoch und mach mal nichts. Ich tue vielleicht noch mal ein bisschen Boost nach oben gehen, einfach um ein bisschen Schutz aufzubauen, aber... Mach jetzt mal nicht. Du, dich und jeder weiß. Warum wechselt es eigentlich immer automatisch auf Wasser? Das sind 3 Kilometer, aber überleg mal, wie viel Bob jetzt zurückgelegt hat. Der hat insgesamt fast 20 Kilometer jetzt an einem Arbeitstag gemacht. Bei Minmas hat sich ja noch keine Nacht gezeigt. Ich sehe da 2 Planeten und ich glaube, das eine ist der... Ist das eine jetzt eiskalt der Mann? Warte mal, der muss jetzt mal hochdrehen und dann nach oben, so.
Mein Spiel hängt, hing. Ist das da oben echt der Mann? Warte mal. Ich glaube, wir sind echt beides. What? Oha, ich glaube, wir sind gerade echt da, dass der eine der Mann ist und das andere ist Min Körbin. Ich sehe den nicht mehr jetzt aber. Tja, mal. Ich will so wenig verwenden wie möglich eigentlich. Weil jetzt kommt es drauf an, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Mit gezügelten Schüben. Das sind jetzt sozusagen nur die Testflüge gewesen. Ist die wieder gejumpt? Das hat doch gut funktioniert, finde ich. Ja, komm, wir versuchen es. Das ist die riskigste Mission wahrscheinlich, die wir jemals gemacht haben. Also wird sehr risky auf jeden Fall sein. Aber wir haben Piloten da rein theoretisch. Es funktioniert alles. Pilot könnte sonst alle Daten zurückbringen. Aber kann es sein, dass ihr die Daten schon verschickt? Ja. Die Oberflächendaten können halt nicht genommen werden. Oder das wäre aber das, was zurückbleibt auf jeden Fall. Ach, Stickstoff ist halt weg, ne? Ach, Stickstoff braucht man eh noch nicht, oder? Zum Atmen. Okay. Mein Freund, das wird jetzt die größte. So, das ist Norden, das ist dort. Wir müssen. So, so. Das wird jetzt. Ich versuche jetzt so schnell zu beschleunigen, dass wir direkt drauf fliegen. Ich versuche natürlich auch den passenden Punkt zu finden. Und dann, dass wir fast keinen Schub mehr brauchen. Der Schub nach vorne bleibt ja. Oh Gott, das ist jetzt gerade nervend aufreibend, ey. Schon. Alter, ich muss über die ich muss über diese Klippe drüber. Ich hätte es mit dem Flugzeug wahrscheinlich auch oder mit dem Raumschiff auch machen können. Nee, das ist nicht machen, das ist copyrighted music hier. Copyrighted music. Sie dürfen das nicht spielen, das ist copyrighted. Mimimi. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob da drüben noch mehr verschiedenste Sachen sind. Nee, lustigerweise nicht. Dann kann ich wenigstens auch nicht versucht werden, das zu probieren. Wir steigen immer noch. Das macht mir Sorgen. Piep. Hier Bob im Freiflug. Ich befinde mich jetzt bald über der Eisfläche. Hilfe. Ah, Vorteil ist, wir können hier rein theoretisch eine Wasserbohrstation aufbauen. Eine autarke. Oder halt robotermäßige. Bedeutet, wir landen da was, das Wasser sammelt und eine Rakete zum Hoch- und Unterschießen. Und dann halt Treibstoff bekommt vom Mann aus. Aber es wäre natürlich vorteilhaft, weil, da hast du tonnenweise Eis, hallo? Beim Mond müssten wir mindestens auf dem oben auf die Pole wahrscheinlich gehen. Aber können wir uns hier die Ressourcen auch anzeigen lassen? Ich hätte gern Wasser aufgezeigt. Wasser.
Ah, ne, wir haben noch kein Wasser zur Anzeige. Schade. Was ist das? Ah, da sieht man ungefähr unseren aktuellen Stand. Jetzt sinken wir aber. Ich glaube, wir haben halt noch keine Ressourcen aktiviert, beziehungsweise sehbar. Oberflächengeschwindigkeit zählt, mein Freund. Wie viel habe ich noch? Ja, genügend! 3,99! Natürlich sind wir mit 71,6 ms ein bisschen flott unterwegs, aber das können wir gleich, glaube ich, schön dezimieren. Ich weiß nicht, wie viel ms das sind, weil ich habe ja keine Anzeige. Aber jetzt reduzieren wir mal plus das da. Also runter lassen wir noch voll, aber ich. So. Was ist das hier? Weltraumtief Kleinebene. Ich darf nicht unter 2,5 kommen. Wenn ich unter 2,5 komme, habe ich ein Problem. Aber ich glaube, da komme ich nicht runter. So. Es ist nur noch bergab. Jetzt müssen wir nur noch unsere Auffallgeschwindigkeit ausrechnen. Im Grunde. Alter, das ist echt eine knappe Kiste, ne? Holy shitballs. 2,7. 6,5. Okay, aufknallen. Hat funktioniert. Und wir haben beide Wissenschaftspunkte. Yes. Knappester Punkt. Jetzt müssen wir dann da wieder hoch. Vielleicht sollten wir dann da hochklettern erstmal. Ich weiß es nicht. Wäre, glaube ich, sogar schlauer, damit wir ein bisschen was davon sparen. Ich weiß es nicht. Aber Leute, ich würde sagen, zurückfliegen tue ich selber währenddessen, weil wir sind eh schon bei über 20 Minuten. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. War jetzt nicht so eine spannende Folge. Wir haben mehr Wissenschaft geholt. Beim nächsten Mal geht es zurück nach Hause und dann schauen wir, wie viel Wissenschaft wir jetzt wirklich aus dieser Folge rausgeholt, aus diesem ganzen Aufwand rausgeholt haben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.